So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play zu Arma 2 DayZ. Wir sind wieder auf dem CCG-Server Overpoch, Janoris. Wie habe ich gerade schon gesagt, aber heute bin ich mal wieder allein unterwegs. Mike ist jetzt gerade nicht da. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal rein und verkaufe ein bisschen Stuff, was wir noch von der letzten Mission im Rucksack hatten, wo wir uns in der Base ausgelockt haben. Und jetzt habe ich mir gerade den Trader über dem Nordwest Airfield ausgesucht. Der ist jetzt gerade einfach angenehmer zu erreichen, hoffe ich. Ich werde gleich mein Fahrrad auspacken, wenn ich hier in einigermaßen Sicherheit bin. Mein Skin, was ich gerade trage, ist der Stalker Neutral. Finde ich, by the way, ziemlich cool. Da hinten ist gerade ein Zombie, okay. Wobei ich den anderen Stalker-Skin, was ich sonst habe, gefällt mir besser, weil er ein bisschen mehr getarnt ist in der Umgebung hier. Aber sei es drum, der sieht auch schon ziemlich geil aus mit dem Gasflaschen oder mit dem Sauerstoffflaschen hinten drauf. Oh, hier ist auch ein Zombie. Ja, ich wollte vorher eigentlich ein bisschen Battlefield Hardline zocken, beziehungsweise, fuck, habe ich ein bisschen Battlefield Hardline gezockt. Musste aber wieder feststellen, dass man, wenn man selber nicht der, sag ich mal, Überpro ist oder halt wirklich gut spielen kann, ist es alleine wirklich ätzend, mit Randoms zu spielen. Es ist einfach kein Teamplay möglich und ja, wird auch kaum irgendwie gemacht. Deswegen, wenn ihr im TS seid, so 2 bis 3 Leute, bis 5 Leute oder so in einem Squad, dann macht's, denke ich, in meinen Augen auch erst richtig Bock. Da macht's richtig Spaß. Wir hatten auch gestern eine ziemlich lange Session, wo ich auch viel aufgenommen habe. Das macht richtig Laune und da kann man auch richtig was reißen, wenn man da zu zweit, dritt oder fünft im Squad arbeitet. Alleine ist es hingegen, man stirbt so oft wegen irgendwelchen Lappalien, wenn man, wie gesagt, eben selber nicht so der Oberspieler bin, wie es halt ich bin. Also ich meine jetzt, dass ich halt eben nicht dieser Oberpro bin. seht ihr ja auch in den Videos. Ich sage aber auch immer, es macht halt auch Laune. Ich kacke bei Battlefield eigentlich immer aufs KD. Verhältnis, weil es einfach aufs Team drauf ankommt, Punkte einzunehmen und Punkte zu machen, ist mir da irgendwie primär ziemlich wichtiger. Ja. An sich reißt natürlich für mich nicht die Meinung runter, dass Battlefield Hardline richtig Laune macht und gekauft habe ich es mir eh schon. Oh, ein Traktor, aber den werde ich jetzt stehen lassen. Das sieht so schön neu aus. Ist ja schon verlockend. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Aber man merkt halt jetzt schon, wenn man so das ein bisschen ein paar Tage gesuchtet hat in der Zeit, fehlt ein bisschen vielleicht die Abwechslung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt komisch klingt oder so, aber diesen Bank heißt, finde ich jetzt gerade noch nicht so toll. Liegt vielleicht auch daran, wenn man jetzt natürlich die Karte nicht gut kennt und dagegen Leute spielt, die Karte vielleicht gut kennen und den Modus auch besser kennen und keine Ahnung. Dann sieht man halt immer ziemlich alt aus und das zieht natürlich dann auch den Spielspaß runter. Deswegen kann ich da jetzt nur mal generell sagen, dass mir der Modus bisher am wenigsten gefällt. Ändert sich vielleicht noch, wer weiß. Conquest ist natürlich solide und auf jeden Fall auch in meinen Augen langwierig definitiv der beste Modus, weil es dann halt auch schon erprobt ist durch Battlefield 3 und 4. Hotwire ist natürlich absoluter Spaßfaktor, ja, macht richtig Laune, kann man richtig Scheiße bauen und richtig coole Aktionen starten. Ist zwar jetzt auch, wie man es gemerkt hat, ein bisschen pissig geworden, weil jeder Zweite mit dem RPG rumrennt oder Sprengstoff legt. Das legt dann auch wieder so ein bisschen einen Schatten drauf, aber ist natürlich abzuwarten, bis sowas kommt, bis eben die Leute sich das Zeug gekauft haben oder auf den Trichter gekommen sind, hey, hier kann ich jetzt campen und die ganze Zeit nur Sprengstoff hinlegen. Jo, ansonsten Fazit zu Hardline auf jeden Fall definitiv richtig cool. Macht Laune, ich bin gespannt, was es noch alles so kommt und wie sich das so entwickelt. Ich werde jetzt auch die Tage wieder ein bisschen mehr Battlefield 4 dann wahrscheinlich zocken. Einfach auch mal, um einen direkten Vergleich zu haben von Hardline zu Battlefield 4. Und warum zum Teufel sind da Zombies? Das macht mich doch jetzt ein bisschen stutzig. Ich komme mir gerade mit dem Fahrrad an. Von mir dürften die eigentlich noch nicht gespawnt sein. Jetzt ist hier natürlich auch noch genauso eine scheiß Steinwand. Ich bin hier natürlich in der Nähe vom Airfield. Es ist eigentlich, ja, also ich bin eigentlich direkt neben dem Airfield.
Von dem her müsste ich eigentlich hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe jetzt natürlich auch einiges an Stuff dabei. Wir müssen mal wieder ein bisschen Kohle machen. Wir haben jetzt in den letzten paar Runden auch ein-, zweimal richtig mies eine Arschklatsche bekommen und richtig viel Kohle verloren. Es geht hier bei Overpoch, finde ich, immer so ein bisschen, weil es einfach, ja, man kann halt sein Geld safen in der Safe Zone auf der Bank. Das heißt, man hat immer so ein gewisses, oh, jetzt fahre ich aber schon zu weit, weil ich so viel brabbel. Es gibt immer so eine gewisse Rücklage. Das heißt, man verliert nicht gezwungenermaßen alles. Klar kann man im normalen Epoch sein Geld auf der Bank, im Tresor safen, sein Gold und keine Ahnung was. Aber da bist du dann halt immer von der Trader City zurück mit dem Briefcase oder was weiß ich, mit dem ganzen Gold zurück in die Base gefahren. Und wenn du dann halt natürlich gestorben bist, hast du instant alles verloren, was du dabei hattest. Und hier kann man wenigstens das, was man beim Trader verkauft, zumindest das Gold safen. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ich überlege hier gerade, ob ich jetzt schon eigentlich zu Fuß gehen sollte. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt oben an der Safe Zone niemand steht und auf mich lauert und gleich kurz aus der Safe Zone rausspringt, mich abknallt und so ein Spaß, weil das ist das Schlimmste definitiv. Ist mir auch schon einige Male passiert und das ist richtig bitter. Okay, jetzt bin ich sicher in der Safe Zone. Ich werde gleich mein Fahrrad hier mal im Busch abstellen, hoffen, dass es niemand klaut. Dann könnte ich nämlich gleich noch, wenn ich hier mein Zeug verkauft habe, noch eben ans Airfield runter. Das ist ja hier um die Ecke quasi. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da noch passiert. Können wir gerne, da ist schon direkt einer. Wir können mir gerne in die Kommentare schreiben, Magnussen ist das, in die Kommentare schreiben, was ihr so von Hardline haltet bisher. Hey man. Hey dude. Oh, you're not friendly. Why I'm not friendly? Lord. Okay. Ja. Das ist natürlich auch so was. Muss ich gerade nochmal abschweifen. Das System habe ich ja schon mal gesagt. Ich will jetzt mal hier kurz den Monitor einblenden. Was meine Humanity sagt. Minus 20.000. Ist schwierig. Er hat jetzt gerade mich angeguckt, sieht, dass mein Name rot ist. Sein Name war weiß. Das heißt, er ist noch neutral. Er ist kein Hero. Und er ist auch kein Bandit. Er hat jetzt meinen Namen gesehen und der wurde eben rot angezeigt. Das heißt dann so viel wie, dass ich eben ein Bandit bin. Finde ich ein bisschen schwierig. Das habe ich ja auch schon beim Pantera Moto Server gesagt. Weil im Endeffekt, jetzt, was will Hey der man, wieder? do you know where I can buy Billy's supplies? Will er doch was wissen von mir, so ein Lackaffe, Mann. Don't know. You Ich habe just checked the trader. Ja, was ich gerade ansprechen wollte. Das auf dem Pantera-Server war das schon das Gleiche. Ich habe wirklich versucht, 100% friendly zu spielen. Und man wird eben gezwungen, einfach Spiele abzuschießen. Wenn die natürlich auf einen schießen, was habe ich denn hier in der HK? Wenn die auf einen schießen und was soll ich machen? Ich kann mich ja nicht erschießen lassen. Deswegen muss man die einfach auch erschießen natürlich. Und wenn es natürlich ein Neutraler ist oder ein Hero, Heroes nicht unbedingt, weil die eben auch Heroes spielen. Aber wenn es ein Neutraler ist, reicht schon, um einfach mal keine Ahnung, wie viel 1000 minus Humanity zu bekommen. Und somit steht man irgendwann gezwungenermaßen, wenn man sich eben wehrt, wenn man auf Spieler trifft, ist man gezwungenermaßen in der Minus-Humanity. Das heißt, man wird als Bandit angezeigt, obwohl man es vielleicht gar nicht ist. Von dem her, ja, schwierige Baustelle. Weiß nicht, ob ich das so gut finde oder nicht. Gut, aber jetzt genug gelabert. Ich will jetzt nochmal ans Airfield gehen und dann gucken wir mal, was passiert.
So, hier im Bausteingebäude ist ein Zombie. Das heißt normal nur eins. Da ist irgendwo ein Snipper. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, schon mal irgendwann einen Zombie in der ersten Etage gesehen zu haben, ohne dass einer von oben geschossen hat. Ich habe auch vorher Schüsse gehört, wo ich zum Glück gemerkt habe, dass ich das Geld noch nicht in die Bank eingezahlt gehabt habe und dann schnell nochmal umgedreht bin, um das einzuzahlen. Weil sonst bringt es natürlich auch nichts, wenn ich das Geld auf der Tasche habe. Ja, jetzt werde ich hier mal kurz ein bisschen ausharren und gucken, ob er sich hier irgendwo bewegt oder was auch immer. Da rennt er. Da rennen einige. Baustein, Gebäude. Kann es leider nicht genau erkennen, aber irgendwo aus der Richtung. Eventuell auch dort hinten. Es sind auf jeden Fall Bewegungen Richtung des Bausteingebäude. Die Frage, waren das zwei andere Spieler? Waren das Zombies? Da drüben ist auch Zombie-Akku. Ne, das ist ein Hund, okay. Schlawiner. War auf jeden Fall was Dickes, vermute ich mal, aus großer Entfernung. Eventuell sogar schallgedämpft. Ich würde mal primär tippen auf das Baustellengebäude dort hinten. Ist natürlich für ihn jetzt schlecht. Er müsste eigentlich reagieren. Weil ich jetzt hier rauskriechen könnte, kann, gleich tun werde. Und dann hinten weggehen werde. Um ihn ausfindig zu machen. Frage ist natürlich... Da hinten ist wieder der Hund. Wo er jetzt im Endeffekt war. Immer die große Frage. Hier hat es natürlich Millionen Möglichkeiten, wo er auf mich schießen könnte. Ich vermute aber, weil es die höchste Stelle ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Soundtechnisch hätte ich von dort hinten getippt. Gerade runter. Logischerweise, beziehungsweise was heißt logischerweise, aber vom Gefühl her dort hinten im Baustellengebäude. Weil da eben zumindest mal zwei Spieler oder zwei Zombies Aggro hatten. Er hat mich getroffen, er hat mich nicht wirklich schwer getroffen. Aber das heißt ja nichts. Da hinten ist wieder der Hund. Das sind ein Haufen Zombies. Die Frage ist, komme ich jetzt hinten weg, ohne dass er mich merkt? Andere Frage ist, gehe ich generell gerade auf ihn zu oder gehe ich einen großen Bogen über die Hangaren? Wird da vielleicht von jemand anderen erschossen? Ich kann jetzt natürlich schwer hochgehen und mit dem Fernglas schauen. Mich würde es aber schon brennend interessieren, ob ich da jetzt was sehen kann. Andere Frage ist, gehe ich hoch und riskiere es nochmal, dass er schießt? Aber die Gefahr liegt natürlich, jetzt kann er sich ein bisschen einschießen auf die Position und hat mich auch wahrscheinlich voll im Visier. Ich versuche jetzt mal hier rauszukrabbeln. Und hoffe, dass er hier keine Trefferchance auf mich hat. Okay, hat er. Schnell ums Eck. So, mein Freund. Oh scheiße, hier kann ich gar nicht rüber gucken.
Also ich vermute, Schuss war da, Akro sehe ich jetzt keine. Ich sehe doch Zombies, okay, das ist definitiv dort. Kann auch sein, dass jetzt sich bewegt, dass er versucht, die Stellung zu wechseln. Den ist der Hund wieder, er ist ultra stressig. Hätte es auch sein können, dass da der Hund oder der Zombie, wenn es ein Zombie wäre, quasi hinten weg gerannt wäre. Die laufen rein. Da kommt nochmal Zombie oder Spieler. Schwierig einzuschätzen. Okay, irgendwo dort muss auf jeden Fall sein. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Mal so die Treppe runterrutschen. Ich habe nicht mal was zu essen dabei. Munition habe ich definitiv genug. Blut weiß ich nicht, lohnt sich, glaube noch nicht wirklich, mir jetzt ein Bloodbag deswegen zu geben. Ich habe leider auch kein Fahrrad da, sonst würde ich da kurz einfach rüberheizen. Was ist jetzt zum Teufel los? Okay. War jetzt Server Restart oder habe ich irgendwas verpasst? Na gut, entweder ist jetzt die Aufnahme vorbei. Oder ihr seht gleich, wie es weitergeht. Wir werden sehen. War jetzt natürlich nicht der beste Ort, um einfach ausgelockt zu werden. Jo, ansonsten sage ich mal, gebt einen Daumen hoch. Und vielen Dank fürs Zuschauen.